Ja, moin Leute, was geht hier bei Dali Gaming? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch ein sehr wichtiges Thema ansprechen. Leute, bitte versteht mich nicht falsch, ich möchte mit diesem Video niemanden angreifen. Ich möchte einfach nur meine Meinung... darstellen und einfach euch erzählen, warum es jetzt gerade dazu gekommen ist. Warum diese Videos einfach nicht online gekommen sind. Aber davor möchte ich noch ein anderes Thema ansprechen. Wisst ihr, Leute, ich bin einfach fassungslos, traurig. Wisst ihr, was mit unserer Community passiert? Sie fällt einfach nur ab. Viele YouTuber, die klasse Videos gebracht haben, Grüße gehen raus am Padek, hören einfach auf mit YouTube, weil sie keine Lust mehr haben, keine Motivation. Ich kann das sehr gut verstehen, dass Padek jetzt, Entschuldigung, dass du jetzt angesprochen bist. Ich möchte es klarstellen für alle. Man soll Videos machen aus Spaß und nicht aus Zwang. Ich verstehe das. Ich bin aber eine Person, ich mache YouTube, um einen Traum zu verfolgen, um ein Ziel zu erreichen, um Leute glücklich zu machen, um einfach den Tag der Person besser zu gestalten. Auf YouTube zeige ich mich meistens als nette, freundliche und motivierende Person. Meistens jedenfalls. Oder als lustige. Ich bin nicht witzig. Aber meistens ist es auch einfach der Fall, ich bin traurig, ich bin kaputt, ich bin fertig mit der Welt. Aber trotzdem zeige ich mich im Internet als gut gelaunter YouTuber. Ich schauspiele voll oft vor der Kamera. Ich muss ehrlich mal mit euch sein. Ich schauspiele oft wirklich vor der Kamera. Zum Beispiel auf meinem Zweitkanal komme ich von der Arbeit komplett kaputt, zerstört nach Hause und muss dann in 20 Minuten aufnehmen mit jemandem. Dann mache ich einmal so, singe ein bisschen, rap ganz schnell ein bisschen Freestyle und so, versuche ein bisschen reinzukommen, gute Laune wieder spüren zu lassen und dann geht's los mit dem Video. Und dann versuche ich dieses Kaputte in ein Lächeln zu verwandeln und ein Video zu starten. Oft gelingt es mir, aber oft ist es so, dass ich im Video dann sehr beleidigend bin, asozial bin oder irgendwelche perversen Sprüche mache, obwohl ich das gar nicht bin. Ich habe Respekt vor den weiblichen Körper, ich habe Respekt vor jedem Mädchen. Ich könnte nie ein Mädchen irgendwie schlagen oder so, außer... wir kämpfen. Wrestling, ihr wisst Bescheid. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Das wollte ich euch einfach nur mal sagen, dass es einfach so ist, dass man halt auch Schauspieler hat vor der Kamera. Obwohl man eigentlich scheiße drauf ist. Ich bin oft in meinen Videos motiviert. Es gibt aber auch Videos, wo ich jetzt sage, ach, nicht schon wieder. Und da würden Personen wie Padek einfach kein Video machen. Ich mache es trotzdem, weil ich ein Ziel verfolge, einen Traum habe, euch unterhalten möchte und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern möchte. Man kann sagen, ich bin der Fernsehsender, den ihr anschaltet. Auf YouTube. Ich weiß, dass meine Videos nicht mehr aktiv kommen und nicht mehr täglich da sind. Aber dafür gibt es ja meinen Zweitkanal, wo ich halt nichts cutte, aber mit vollem Commentary versuche alles rauszureißen. Aber gut, kommen wir jetzt mal zum richtigen Thema. Vielleicht haben es einige schon sich so gedacht. Vielleicht haben es auch einige schon rausgefunden. Es geht um den Adventskalender. Der Adventskalender war ein Projekt von mir und Daniel. Wir haben diesen Adventskalender am 29. ins Leben gerufen. Am 29. November. Haben wir halt geschrieben, ja, finde ich gut, ja, hab ihn halt zugestimmt, ja, können wir gerne machen, alles gut. So, Leute zusammentrommeln. Wir haben Leute zusammengetrommelt. Den ersten war ich dran. Ich habe mein Video natürlich pünktlich und natürlich perfekt gebracht. War ein würdest du Video, falls ihr das noch wisst. Das zweite Video war ein Gigas. Er war todkrank und wirklich mega kaputt. Er hat gesagt, ich kann nicht ein Video machen und so. Aber ich habe ihn überredet, ein Video zu machen. Und dafür hast du erstmal meinen Respekt, Giga, dass du das wirklich durchgezogen hast. Alle anderen hätten gesagt, ey, mir geht's so scheiße, ey, boah, ich mach das nicht. Und hätten kein Video hochgeladen. Und dafür verdienst du auf jeden Fall meinen Respekt, Giga. Egal, was alle anderen sagen und so, dass deine Videos oder so schlecht wären oder sonst was, du ein Kiddie bist oder so. Aber damit hast du wirklich Respekt verdient und dafür gibt's einen Daumen nach oben. Gut, die dritte Person war der Williams HD, solange ich mich hier nicht vertue. Genau, Williams HD hat sein Video auch gebracht, obwohl ich zurzeit überhaupt keinen Kontakt mehr zu der Person habe. Der nächste war Jinzo, der hat eine Weihnachtsgeschichte gemacht. Hat auch sein Video pünktlich gebracht. Dann kam Daniel RSV, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Video war. Ich glaube, Merch erraten oder so. Ich weiß nicht, glaube ich ja. Ja, genau, das war's. Auch das Video pünktlich gebracht. Dann kam Everodex. Er hat sein Video auch gebracht. Dann kam natürlich ich wieder, weil leider der Dropsy seinen Laptop nicht hatte, beziehungsweise Streit mit seinem Bruder hatte. Ja gut, deswegen kann er jetzt kein Video hochladen. Gut, alles klar, Dali Gaming macht halt ein zweites Video. Habe ich den Song geschrieben. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Habe ich in einem Tag produziert. Einem Tag. Dann kam Matthias.
Habe ich auch sehr wenig Kontakt zu, aber er ist auf jeden Fall sehr korrekt. Hat sein Video auch gebracht. Und wir haben wirklich 30 Minuten aufgenommen. 30 Minuten. Diese ganze Scheiße zu rendern, hätte richtig lange gedauert. Aber jetzt runtergecuttet auf 20 Minuten und trotzdem hätte das richtig lange gedauert. Bei mir dauern 20 Minuten 3 Stunden. Und dann noch auf YouTube hochladen mit nicht mal so einer Internetgeschwindigkeit wie ich. Also auch Respekt dafür, dass du es geschafft hast. Dann kam Beastcrafter, auch natürlich am Start. Mit seinem Wer bin ich Video, glaube ich, mit Giga war das ganz genau. Übrigens, das mit Gamescom, das habe ich nicht vergessen. Ihr kriegt noch links und rechts ein, nein, Spaß. So, dann kommt Foolicious, hat ein Video gemacht mit Kaishi, hat mir auch sehr gefallen. Das war auch so ein Challenge-Video mit, was war das denn nochmal? Das war so Minecraft und so, könnt ihr euch mal geben. Ist alles natürlich in einer Playlist verlinkt. Dann kam Nykren mit einem Video, da war ich dabei. Das war ein Video über Weihnachten, hat mir auch sehr gefallen auf jeden Fall, Respekt dafür. Dann kam Mason mit seinem Video, war ein Black Ops 3 Video, wenn ich mich nicht täusche. Oder Eevee, ich weiß es nicht mehr, ganz genau. Auf jeden Fall hat auch sein Video pünktlich gebracht. Dann kam ein Neuzuwachs und zwar der Darkrim LP, weil wir den Tag halt noch frei hatten. Haben wir ihn noch dazu geholt und er hat es auch gepackt, in 2 Tagen oder 3 Tagen ein Video noch zu bringen. Also Leute, es ist möglich. Dann kam eigentlich Kaishi, er und ich. Ja, ich habe ihn halt so angeschrieben und so, ja, das Video machen. Hat doch nicht geklappt. Nächsten Tag hat es geklappt, falls ich mich jetzt nicht täusche. Oder ich weiß nicht, welche Person das jetzt war, mit denen nicht klappen. Auf jeden Fall, wir haben aufgenommen. Und er hatte einen ganzen Tag Zeit, dieses Video noch zu schneiden und zu bearbeiten und hochzuladen. Ja. Er hat mir schon gesagt, er schafft es nicht. Dann habe ich gesagt, komm, mach einen Trailer rein. Zeig, dass du das dann irgendwann andermal hochlädst. Hauptsache, es kommt was. Ist nichts geworden. Gut, wie gesagt, ich möchte keinen angreifen und so. Kaishi, du weißt Bescheid, wir sind immer noch Bros und so, aber ja, scheiße gelaufen. Ich weiß halt immer noch nicht, warum dann nichts online gekommen ist. Vielleicht hat er auch kein Internet mehr. Ich weiß es nicht. Dann haben wir natürlich eine Ausrede hier am Start, aber ich weiß es halt nicht. Kannst du mir mal Bescheid sagen in den Kommentaren, Bro. Gut, dann kommen wir zum 15. Da sollte Mason ein zweites Video machen. Ich weiß gar nicht, ob er seins hochgeladen hat. Also, ich habe da, glaube ich, nichts gesehen, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Habe ich vergessen, oder? Ich weiß nicht. Dann kam am 16. Okrim zockt. 16.? Wann kam... Also, ich habe auf jeden Fall ein Video von Okrim gesehen. Ich weiß nur nicht, ob das am 16. war, der Vlog. Ich glaube schon, ja. Also, auf jeden Fall, er hat sein Video gebracht. Dann kam Guminik, der das Video halt mitten in der Nacht gebracht hat. Okay, ja gut, das kann man auch noch einsehen. Ist ja zwar nicht mehr im gleichen Tag, oder, aber ist noch im Grenzbereich. Ja, Freunde, ihr seht, das mit dem Adventskalender war einfach so ein bisschen dahin gewuschelt, geplant und so. Andermal, entweder haben alle Leute die Videos schon fertig, bevor überhaupt hier irgendwie der erste oder so anfängt. Oder es kommt was komplett anderes. Die Leute können halt ihre Videos noch hochladen, kommt alles noch in die Playlist. Wäre ich euch auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, wenn die Videos noch kommen. Allerdings, so gesehen ist der Adventskalender in die Hose gegangen, würde ich einfach mal sagen. Nächstes Jahr wird das alles besser geplant, oder ich mache was alleine oder sonst was. Ich habe keine Ahnung. Und warum gucke ich immer dahin? Ich verstehe es nicht. Naja, Freunde, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Ich wollte euch das halt einfach nur alles nochmal sagen. Haut rein, Freunde. Ich versuche das jetzt noch zu bearbeiten und zu schneiden und hochzuladen. Mal gucken. Haut rein. Ciao.